juristischergedankensalat.de präsentiert. Heute möchte ich euch Gordon vorstellen aus dem Hause Feuerwehr. Gordon wurde hergestellt aus einem alten Feuerwehrschlauch und ist damit ein absolutes Unikat. Ich packe mein Unikat und nehme mit. Stellt euch einen ganz normalen Unitag vor. Ihr müsst ziemlich viele Dinge einpacken. Klar, Stifte wiegen jetzt nicht die Welt, aber der Laptop muss mit, die Gesetze müssen mit, etwas zu trinken muss mit. Dann habt ihr vielleicht noch aus der Bib ein paar Sachen ausgeliehen und außerdem schleppt ihr auch noch einen Ordner mit euch rum. Ein ganz normaler Uni-Alltag. Man könnte nun ausweichen auf den Rollkoffer. Man könnte sich behängen mit ganz vielen Taschen und rumlaufen wie ein Packesel. Oder man entscheidet sich für eine robuste, vernünftige, individuelle Tasche. Genau das liefert Feuerwehr. Jede Tasche ist aus einem alten Feuerwehrschlauch hergestellt. Deswegen ist es auch ein Unikat. Denn jeder Feuerwehrschlauch hat eine Vergangenheit und die Spuren dieser Vergangenheit sind an und in der Tasche zu finden. Gerade das macht sie charmant. Ganz nebenbei, und das ist der ganz große Pluspunkt, ist dieser Messenger-Bag das absolute Novum für den Uni-Alltag. Er kann sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder verstellt werden. Er ist an eure Körpergröße anpassbar. Für die Radfahrer unter uns gibt es einen Zusatzgurt, der die Tasche dort hält, wo sie hingehört. Es gibt einen schnell verstellbaren Tragegurt und einen extra Schlüsselanhänger. Ihr kennt es sicherlich, zumindest geht es mir immer so, der Schlüssel liegt immer ganz unten in der Tasche, vorzugsweise mit dem Schloss für die Bib mit dran. Gordon ist verstellbar, das heißt, ihr könnt ihn anpassen auf die Füllmenge der Tasche. Hier im Beispiel ist es nun etwas vollgepackter. Es gibt natürlich auch Unitage, da braucht ihr nur einen Ordner, zum Beispiel wenn Klausuren sind und dann vielleicht noch ein, zwei Gesetzestexte. Die Tasche sitzt gut und ist wirklich angenehm zu tragen. Der gepolsterte Schultergurt kann jederzeit abgenommen werden. Sie lässt sich wunderbar auch als ganz normale Tragetasche nehmen und man kann sie notfalls und mit ein bisschen Übung einhändig verwenden. Ein schönes Gimmick ist auch die Tasche auf der Lasche selbst. Dort kann man dann mal einen Geldschein reinstecken, ein paar Karteikarten, die Unikarte, ganz wichtig. Mehr Infos zum Label Feuerwehr findet ihr in dem Blogbeitrag, den ich unter dem Video verlinkt habe. Das Label lege ich euch ans Herz, denn hier werden gute Taschen für einen guten Uni-Alltag produziert. Außerdem handelt es sich bei diesen Taschen nicht um Mainstream, sondern um individuelle Taschen, die so kein zweites Mal unterwegs sind. Davon abgesehen sind diese Taschen aufgrund ihres Materials ein Begleiter für das ganze Studium.